So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Da hinten ist der Ditchen, ne? Den kennt ihr ja noch. Im Abstand von 1000 Meter, wie es sein muss. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich werde keine Genesekt-Forschung machen, da ich ja meinen Hauptaccount nicht habe. Und das einzigste Interessante wäre eigentlich die Medaille gewesen. Und die ist exklusiv, alles andere kriegt man nach und nach auch so. Und die Boni sind auch nicht so krass. Das einzig Coole ist vielleicht das Genesekt für die Superliga, weil das unter 1500 hat. Aus dem X-Ray dann natürlich über 1500. Jetzt ist gestern was passiert. Ich will es euch hier mal zeigen. Och Mann, jetzt muss ich wieder hier suchen. So, gestern auf PayPal ist mir aufgefallen, ich habe eine Zahlung bekommen und als ich die Zahlung mir angucken wollte, ist mir sogar noch die aufgefallen, die wollte ich auch nochmal zeigen. Der Steffen Knobloch hat nämlich 10 Euro gespendet per PayPal für Adi, steht dabei. Ist das nicht schön? War aber schon vor 7 Tagen, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich habe jetzt immer unter den Videos diesen PayPal-Link dabei. Wer wirklich da was spenden will oder sonst was, kann das gerne über den Link machen. Da im Livestream-Chat bei YouTube ja nur 70% bei mir ankommen und YouTube sich 30% abzwackt. Aber jetzt geht's um den Marco Sharp. Ihr kennt ihn vielleicht unter der da ist. Der hat nämlich 8,99 € gestern im Livestream gespendet. Zweckgebundene Spende, Genesekt-Forschung für den Ramses Kitchen-Account. Jetzt bin ich also dazu genötigt, eine Spezialforschung zu machen, obwohl ich ja keine machen wollte. Aber er hat einfach Geld gespendet dafür, dass ich die machen soll, beziehungsweise machen muss. Also gehen wir jetzt mal hier drauf. Gucken mal, ob wir das kaufen können. Wird sogar vom Google Play Guthaben noch bezahlt. Ja, dann können wir hier einfach mal drauf drücken, ne? Und schon ist die App zu. Komisch. Ach, Mann. Etwas ist schief gegangen. Versuche es nochmal. Wir gucken mal, ob wir das Ticket kaufen können. Oh. Es ist weg. Steh ich, Nicke. Wo ist denn jetzt hin? Da ist die Medaille. Es ist schief gegangen, aber die Medaille ist da. 20. bis 26. März steht dabei. Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Da müsste eigentlich auch jetzt hier die Spezialforschung reinkommen. Bruder, was ist los? Jetzt ist sie, glaube ich, da. Und der Professor redet, die Texte lesen wir uns nicht alle durch. Wir gucken uns nur die Aufgaben an. Kämpfe 5-mal gegen einen anderen Trainer. Fange 25 Pokémon vom Typ Normal. Gib deinem Kumpel ein Snacks. Ne? Ein Snacks. Das ist gutes Deutsch. Das wollen wir jetzt gleich mal machen. Wir haben nämlich hier einen Kaumalat. Dem geben wir jetzt mal ein Snacks. Dann fangen wir gleich ein paar Pokémon dazu. So. Friss oder stirb. Wir können ja eigentlich drei Snacken geben. Da freut er sich bestimmt noch mehr. Dann hat er auch, dann ist er voll, ne? Wie der Ditchen gestern auf jeden Fall. So muss es sein. Ist doch nur Spaß. Das ist der Todesernst, Junge. Jetzt reicht's mir. Gleich steche ich dich ab. Gut, wir gehen mal zurück, wenn wir zurück dürfen. Übrigens, da ist der Ditchen, guck, mit dem Kaumalat im Gesicht. Hey, halt mal deinen Abstand ein, Bruder. Wenn noch jemand kommt, dann schubst mich weg, nicht dass wir zu dritt stehen. So, auf jeden Fall. Wir gehen zurück, haben eine Aufgabe schon fertig. Was brauche ich jetzt? Normal. Ist hier ein normales Pokémon dabei? Kaumalat, gute Kumpel! ich drücke einfach mal auf das Yorklöff. Und das Yorklöff ist, glaube ich, normal. Sogar einfach fabelhaft getroffen. Das sieht gut aus. Wir gehen los. Ich weiß nicht, wo der Werdeherr mich heute hinführen mag. Ich fange noch ein paar Pokémon und melde mich dann natürlich zurück, wenn wir fertig sind mit Kapitel 1. So, wir sind gerade an den 5 Trainerkämpfen dran. Und damit ihr seht, dass das alles regelkonform abgeschlossen wird. Das hat auch nichts mit Multi-Accounting oder Account-Sharing zu tun. Ihr könnt das nämlich ganz einfach machen, wenn ihr nicht cheaten wollt. Das geht ungefähr, Moment, das geht so. Ihr nehmt dann einfach das andere Handy, gebt das einfach einem Ditchen in die Hand, sagt hier, drück mal irgendwas, wenn es anfängt. Ich stehe so lange hier im Sicherheitsabstand.
In der Superliga kämpfen wir jetzt. 4 Kämpfe sind schon fertig. Da hatte Ditschen schon ordentlich gekämpft. Bisher hat er das Handy noch gar nicht gehabt, aber egal. Jetzt Superliga. Er hat natürlich nur WP10 Pokémon drin. Die habe ich ihm zugewiesen. Ich kämpfe hier mit den Großen. Sein erstes ist schon tot. Jetzt kannst du unten ein anderes auswählen. Da geht es schneller. So. Da wirft er sein zweites Pokémon rein. Es ist auch tot. Ramses wieder mal am Gewinnen. Und sein drittes ist auch tot. Das war's auch schon. 5 Kämpfe abgeschlossen, wunderbar. So geht das. Und ihr seht, nicht mit 2 Handys cheaten, sondern wirklich mal einen Trainer auf der Bank ansprechen, den Trainer involvieren und wirklich mal mit anderen spielen. Aus Distanz, aus Entfernung. Jetzt habe ich auch das erste Mal meine 5 Trainerkämpfe fertig. Wir drehen noch ein bisschen, wir fangen noch ein bisschen, denn ich brauche immer noch 25 normale Pokémon. Nein. 5 von 25 habe ich jetzt. Und da hinten, da sehe ich jetzt die ganzen Bäume ab. Ich weiß nicht warum. Vielleicht stehen die ja zusammen. Vielleicht stehen die zu nah zusammen, weil die den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten haben. Ey, keine Massenversammlung. Und da werden einfach alle Bäume abgesägt. Fertig. Das ist Deutschland. So geht's ab. Hätte den Abstand eigentlich. So, jetzt haben wir noch kurz einen Raid mitgenommen, zwischendurch 10 Bälle. Mal gucken, vielleicht haben wir ja einen Shiny. Nein, haben wir nicht. 16,60 ist auch ziemlich schlecht. Alles super. Und ihr seht, wir sind immer noch zu zweit. So geht's nämlich. Raid zu zweit machen, jeder ein Bier und dann geht es von alleine. Das läuft, ne? Wir suchen aber noch ein paar normale Pokémon. Wäre schön, wenn ich jetzt eine Aufgabe hätte, wo man werfen muss. So 5 großartige Würfe, 10 fabelhafte Würfe. Das hätte sicher... Wieso hat er plötzlich eine Beere ausgewählt? Egal. Wir fangen das auf jeden Fall jetzt noch und suchen noch ein paar normale Pokémon. So, da sind wir zurück. Da haben wir auch das letzte Normaltyp Pokémon, was komischerweise ein Schwalbini ist. Das werden wir jetzt noch eintüten. Zack. Bald Ruf geworfen, wunderbar. Dann können wir gleich noch die Belohnungen abholen. Ich bin gerade bei der Postbank. Mensch, ich muss immer Sprachmemos machen oder was, ja, wenn ich meine Hollywood-Blockbuster drehe. Gut, den haben wir auch eingetütet. Jetzt seht ihr hier schon, ne? Da sitzt noch etliches Gesocks, das verpassen wir jetzt aber alles. Wir, hey Bruder, das war gar nicht. Nein! Dann nehmen wir halt das Bidiza mit. Ich hoffe, das passt. Ich habe doch extra geguckt, da stande doch ein Normaltyp-Symbol drüber. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Wir müssen jetzt auch hoch zur Sonnenuhr, zur anderen Sonnenuhr, weil da noch ein Raid ist. Der Benny wollte noch einen Raid machen, immer schön mit Abstand. Jetzt haben wir die Aufgabe aber fertig, können 1000 Staub abholen, 3 Bonbons und eine Belohnung. Das ist ein Unratytox. Das tüten wir auch mal ein. Ich verzichte mal auf die gelbe Beere. Steinigt mich dafür oder auch nicht. Ach, ist das süß. Da kann ich ja die Kamera auf den Mülleimer stellen. Ich glaube aber, ich werde das trotzdem immer Kapitel für Kapitel durchmachen, weil das Video trotzdem dann zu lange wird. Geht dann sicherlich über eine halbe Stunde. Mehr als bei Sabrina und Spieletrend. Jetzt kriegt man sogar noch 5 Premium Raid Kampfpässe, eine Genesekt Kappe und ein Pokémon erscheint. Ein Pinsir. Das nehmen wir noch mit. Ach, da brauchen wir auch keine gelbe Beere. Lassen das einfach mal, werfen einfach drauf. Ziehen uns dann gleich die Genesekt Kappe noch an. Und laufen dann weiter zum Raid. Dann war es das auch mit Kapitel 1. Mit der gezwungenen Forschung, sage ich mal. Das Pinsir können wir aber mal bewerten. Das ist nämlich interessant. Und schlecht gleichzeitig. Gut. Ich gehe mal kurz hier auf. Boah, muss ich da wieder hin hier? Individualisieren. Mützen. Genesekt Cap. Jetzt bist du cool. Zack. Sieht das nicht herrlich aus, ne? Die lädt man doch gerne mal zum Essen ein, sag ich mal. Das war's aber jetzt mit Kapitel 1 von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und danke natürlich an den Marco, der das ermöglicht hat oder mich genötigt hat, die Spezialforschung zu machen. Aber trotzdem coole Aktion von ihm auf jeden Fall.